Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 Remastered. Wir sind in der Zisterne und wahrscheinlich nicht genau an der Stelle, an der wir aufgehört haben. Ich bin wieder hier bei den Stacheln. Und während ich jetzt mir meinen Weg bahne, erkläre ich euch, was ihr jetzt nicht gesehen habt. Ich habe nämlich tatsächlich die neue Folge aufgenommen, also quasi diese hier, auf der Suche nach dem richtigen Hebel, um an diesen Schlüssel zu kommen. Ihr erinnert euch. Wir werden da jetzt gleich wahrscheinlich nochmal dran vorbeischwimmen. Und ich bin gerade zu blöd, hier rauszukriegen, wo ich hin muss. Entschuldigung. Hallo? Wo ist denn da? Da ist der Tunnel. Ja, und zwar genau um dieses Tor geht's hier. Und ich habe ja die Vermutung, ich denke mal schon geäußert, ich bin mir nicht sicher, dass dieser Hebel, den wir brauchen, da oben irgendwo ist. Und da komme ich ja nicht hin, weil ich hier nicht aus dem Wasser steigen kann. Und ich hatte, wie gesagt, die neue Folge angefangen und habe dann gar nicht mal so sehr lange, 10 Minuten oder sowas, nach einer Möglichkeit gesucht, an den Schlüssel ranzukommen oder den entsprechenden Hebel zu finden. Und ja, das Ergebnis dieser Suche war, dass ich das dann einfach nachgeschaut habe. Ich habe dann pausiert, um im Walkthrough nochmal zu gucken, damit wir da nicht endlos rumirren, und habe auch die Lösung gefunden. Und die Lösung ist eigentlich, dass ich von Anfang an einen Fehler gemacht habe, der sich bis jetzt nicht ausgewirkt hat, aber der mir jetzt zum Verhängnis wird. Und zwar sehen wir ja, dass dieser Hauptraum hier komplett geflutet ist. Und das macht man tatsächlich eigentlich erst am Ende des Levels. Und dadurch, dass er geflutet ist, habe ich halt gerade keine Chance, zu diesem Hebel raufzuklettern, der tatsächlich dort ist, wo ich es gerade schon vermutet habe. Aber ich kann da, wie gesagt, nicht aus dem Wasser steigen. Das heißt, wir müssen jetzt das Wasser hier wieder ablassen. Und ich habe nachgeschaut und der Hebel müsste eigentlich da oben bei dem Balkon sein. Entweder bei dem oder bei dem. Nee, ich glaube bei dem hier sogar. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil das war nämlich gestern, dass ich das nachgeschaut habe, und es ist ein neuer Tag und mein Gedächtnis hat gelitten. Deshalb muss ich das jetzt gerade nochmal nachprüfen. Also irgendwo, gut, da komme ich jetzt sowieso nicht wirklich rauf, oder? Ja. Also irgendwo müssen wir dafür sorgen, dass wir das Wasser wieder ablassen können. Und ich hoffe doch sehr, dass das dann auch wirklich geht. Ich glaube es tatsächlich hier. Denn wenn das nicht geht, dann hätten wir uns das komplette Level verbaut. Und das ist ja was, von dem ich immer gesagt habe, das geht bei Tomb Raider eigentlich gar nicht. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall der richtige Raum. Und oh, das war dumm. Komme ich jetzt hier überhaupt wieder raus oder muss ich den ganzen Weg wieder zurück? Oh Gott, schon wieder Ratten. Ich komme hier nicht raus. Scheiße. Also gut, dann schwimmen wir halt wieder zurück. Oh Gott, es gibt ja ein ewiges Drama hier, ich merke es schon. Dieser Part dauert jetzt natürlich unnötig lange, was halt einfach nur auf meine Blödheit zurückzuführen ist. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin. Ach komm, ich komme doch hier schon irgendwie wieder raus, oder? Kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt das halbe Level durchspielen muss. Nur weil ich jetzt gerade einmal in das Loch gefallen bin. Also ich bitte euch. Ich möchte jetzt nur in den Hauptraum zurück, dann klettern wir da halt nochmal hoch. Und ja. Wir waren jetzt nämlich eigentlich schon fast dran an dem Hebel. Und ich gehe jetzt einfach, wie gesagt, stark davon aus, dass ich damit das Wasser im Hauptraum nochmal ablassen kann. Das bedeutet aber natürlich, dass wir, nachdem wir uns den Schlüssel dann geholt haben, den Raum wieder fluten müssen. So, wo sind wir denn jetzt? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ach, da, okay. Ja, da kann man sich wieder rüberhangeln. Okay. Ach, ja, ihr sollt ja auch ein bisschen was sehen für euer Geld. Das war, oh, warum lasse ich mich denn auch in dieses Loch fallen? Ich wusste doch, dass da ein Wasserloch ist. Aber nein, ich muss da natürlich rein. Shit. So, wo bin ich jetzt? Ah, okay, Hauptraum, okay. Ja, wir sind ja schon fast wieder da, wo wir hinwollen. Also, ganzen Weg nochmal.
Letztendlich habe ich euch jetzt gerade schon alles gezeigt, was ich in diesem angefangenen Part auch schon hatte, nämlich einfach mal wild durch die Gegend irren und herumsuchen. Also ihr habt jetzt an Schauplätzen oder sowas gar nichts verpasst. So, erstmal ziehen wir die Pistolen, weil ich weiß, dass da unten Ratten sind. Vielleicht erwische ich ja die eine oder andere. Und genau, und da sollte ich jetzt eben nicht reinfallen. Ich erinnere mich ja auch, da hinten ist der Hebel. Hier hatten wir, glaube ich, auch. Na, ich sag's jetzt lieber nicht für den Fall, dass es noch nicht war. Okay, also das Geräusch kommt schon mal. Jetzt kehren wir mal in den Hauptraum zurück. Und hoffen, dass. Ja, sieht gut aus. Ja. Der Wasserpegel ist wieder gesunken. Jetzt ist mein Problem, dass ich jetzt wieder dahin muss, wo wir eben diesen Hebel ziehen müssen. Und da bin ich mir jetzt halt nicht ganz sicher, ob ich da jetzt direkt hinkomme oder mich nochmal durcharbeiten muss. Erstmal speichern wir ab. Auf einem neuen Speicherstand. Genau. So. Ich könnte versuchen hinzutauchen. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Müssen wir jetzt nochmal diese Räume quasi durchspielen, um zu der Stelle zu kommen, oder schaffe ich das von hier aus? Weil ich habe ja inzwischen auch schon wieder Tore geöffnet, also könnte ich mir vorstellen, dass das sogar geht. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Ruhe suchen. Das ist jetzt selbstgemachtes Leid. Okay. Also ich versuche es jetzt mal auf dem kürzesten Weg. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Ich muss jetzt erstmal wieder suchen, welches der richtige Gang ist. Sollte ich hier nicht eigentlich direkt dieses Tor finden? Nee, anscheinend nicht. Okay. Einmal Luft holen. Jetzt noch nicht sicher. Ah, nee, ich glaube, da wollten wir nicht hin, oder? Okay, hier komme ich jetzt gar nicht raus. Und das müsste der Raum sein. Okay. Dann. Ach, du Scheiße. Darf ich das alles nochmal machen? Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie ich da hinkomme. War das über den ersten rostigen Schlüssel? Moment. Moment. Hier hatten wir. Bin ich hier schon richtig? Nee. Das ist der Nebenraum. Ja, okay, da kommt. Ach, so ein Mist. Dann muss ich jetzt leider mal ganz kurz hier drauf schauen, zu welcher Stelle ich zurück muss, damit das klappt. Ja, okay. Dann. Ach, du liebe Zeit. Dann darf ich echt diesen ganzen Kack nochmal machen. Ja, habe ich jetzt schon x-mal gesagt. Ich weiß, ich ärgere mich halt einfach maßlos. Moment. Weg nach oben finden. Vielleicht gäbe es jetzt auch noch eine kürzere Möglichkeit, aber bevor ich da ewig lange rumsuche. Nehme ich lieber den Weg, von dem ich weiß, dass er der richtige ist. Ich hoffe, dass das jetzt so passt. Also wir müssen jetzt quasi nochmal durch die erste rostige Schlüsseltür. Durch diesen Raum, wo wir auf Pierre und die Gorillas getroffen sind und uns dann noch mal kurz durcharbeiten. Das ist maßlos ärgerlich. Oh, das ist. Ich glaube, das ist zu weit. Das brauche ich, glaube ich, nicht versuchen, oder?
Nee, da komme ich doch. Hä? Wie komme ich denn jetzt darüber, verdammt? Nicht über den. Ba Da kann ich doch jetzt nicht rüberspringen, oder? Na. Nee. Ach Mann. Ach, ist das nervig. Eigentlich müsste ich euch da jetzt ranschneiden, aber. Nee, da müsst ihr jetzt genauso mit durch wie ich. Eigentlich ist dieser Weg von hier unten zurück zum Hauptsteg so eine Standardprozedur in dem Level. Also eigentlich dürfte ich mir da jetzt gar nicht so schwer tun, den richtigen Weg zu finden. Aber wie komme ich denn darüber? Da hinten irgendwo? Ich hatte zuerst Angst, weil tatsächlich ist gar nicht mehr sehr viel zu tun in dem Level. Ich hatte zuerst Angst, dieser Part wird zu kurz. Jetzt habe ich eher die Befürchtung, dass er zu lang wird. Also ich bin ja jetzt schon mal optimistisch, dass ich es mir nicht total verbaut habe, weil ich konnte ja das Wasser wieder ablassen. Also sind wir jetzt ja im Prinzip an der gleichen Stelle wie früher. Sich da hinten rum. Muss ich darüber und dann außen rum? Moment. Von da komme ich nach da, von da komme ich nach. Ja, oh Gott. Aber da komme ich doch von hier aus jetzt auch nicht hin. Was? Oh. Ja, wegen diesen blöden Geländern hier. Ich kann da nicht einfach rüberspringen. Das geht halt nicht. Ich muss auf diesen Steg da drüben. Also hier werden wir am Ende durch müssen. Das ist klar. Oh, Moment. Ich kann mir aber zumindest schon mal das Geheimnis holen. Das letzte, das in diesem Level noch fehlt. Dann haben wir wenigstens das noch abgearbeitet, wenn wir jetzt schon mal hier sind. So, das ist wieder ein klassisches Sprungrätsel. Rup. Nicht besonders schwierig. Damit haben wir dann zumindest schon mal die Geheimnisse. Und es scheitert jetzt gerade, also mein Fortkommen scheitert gerade tatsächlich einfach nur daran, dass ich den Weg zu diesem Hauptsteg nicht finde. Ich nenne es halt immer Hauptsteg. Also dieser, diese lange unterbrochene Brücke jetzt hier rechts von uns. Da muss ich drauf. Und ja, ich komme dahin, indem ich hier drüben über den Spalt hangel. Das heißt, ich muss da drüben bei der Rampe nach oben. Okay. Aber da war doch nichts, wo ich hochklettern kann, oder? Au. Moment. Doch, ah, doch, okay, ich kann da hoch. Ja, alles klar. Gut, dann immerhin das. Ich ärgere mich natürlich am meisten über mich selbst. Und allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass sowas halt auch passiert, wenn man halt ohne genaue Anleitung spielt. Ja klar, habe ich mir Sachen aufgeschrieben, aber hätte ich das nicht gemacht und das einfach blind gespielt, dann hätte mir genau das gleiche passieren können, denn auch dann hätte ich einfach blind jeden Hebel gezogen, der mir über den Weg läuft. Und deshalb ist es jetzt ja nur bedingt nervig. Es ist halt blöd, weil das halt gerade in einem Level passiert, mit dem ich sowieso nicht so ganz warm werde. So, hier erstmal runter, weil um die Ecke hangeln kann sie ja noch nicht. So. Und jetzt muss ich dann einfach wirklich gleich darauf achten, dass wenn wir diese Passage nochmal machen, dass ich wirklich zwischendurch abspeichere, weil, also das jetzt alles noch achtmal, da habe ich wirklich keinen Nerv drauf.
Aber es hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich rausgekriegt habe, wo das Problem liegt. Weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass dieses Fluten des Levels ganz am Anfang falsch sein könnte. Oder einfach zu früh sein könnte. Okay. So. Da sind wir schon mal. Das ist wohl ein Anlaufsprung. Wehe, wenn nicht. Okay, das, ja, da hatte ich jetzt aber Glück. Das sollte ich nicht zu häufig provozieren. So, jetzt erstmal abspeichern. Und jetzt bloß nicht den Fehler machen und zu hektisch werden. Halt, Moment. Wenn man jetzt zwischendurch hier keine Secrets einsammelt, keine Gegner hat und sich auf nichts anderes konzentrieren muss, als hier diesen Weg auf sich zu nehmen, dauert es vielleicht auch gar nicht so lange. So, den Raum haben wir schon mal geschafft. Der ist eigentlich auch wirklich überhaupt gar kein Problem. Es ist immer springen mit Anlauf und festhalten. Und, oh, tatsächlich sind wir, glaube ich, sogar schon da. Also so fast. Ja. Das ist nämlich jetzt schon der Raum mit den Schrägen. Ja, okay, dann ging das sogar jetzt relativ schnell. Dann will ich nichts gesagt haben. Hier müssen wir jetzt einmal ganz nach unten und danach müssen wir wieder ganz nach oben. Gegner haben wir schon alle beseitigt. Ich gucke gerade, ob es vielleicht. Moment. Hab gerade was gesehen. Ich wollte gerade gucken, ob ich das hier vielleicht ein bisschen abkürzen kann. Nee, nee, kann ich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich von da aus darüber springen, aber das geht nicht. Okay. Wenn ich Glück habe und jetzt nicht zu viel Mist baue, dann brauche ich auch kein weiteres Medipack mehr. Da war ich sowieso reichlich verschwenderisch in diesem Part. So. Wir müssen jetzt natürlich wieder da drüben in diesen Durchgang. Und das ist so die einzige Stelle, die mich so ein bisschen stört hier gerade. Und zwar, ich kann von hier aus, also vielleicht kann ich in den Durchgang springen, aber ich will da jetzt nicht 1000 Versuche wagen. Und diese Stelle hier, die stört mich. Ich muss da jetzt rüberspringen und nehme unweigerlich Schaden. Das ist was, das mag ich nicht. Also. Es gibt ein, zwei Stellen in Tomb Raider. Da muss man einfach Schaden in Kauf nehmen. Es geht nicht anders. Und eine ganz bekannte ist in Tomb Raider 2. Wenn man. Okay. Ah, okay. Ich will nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich bin jetzt ohne Schaden runtergekommen. In Tomb Raider 2 gibt es eine Stelle in dieser unterirdischen Grotte mit diesem Rettungsboot oder mit diesem Schlauchboot, auf das man sich dann fallen lassen muss. Da nimmt man richtig viel Schaden. Aber bevor man durch dieses Loch fällt oder sich runterlässt, liegt da ein fettes Medipack. Und das heißt, man schafft es auf jeden Fall. Man muss sich halt dieses Medipack grapschen und heilen und dann geht das. So, ihr erinnert euch, mein Lieblingstod bisher. So, die Stacheln. Und da haben wir ja auch den Part begonnen. Und jetzt kommen wir in den Bereich, der halt vorher überflutet war. Und jetzt werdet ihr dann auch gleich sehen, warum wir das Wasser da wegkriegen mussten. Ich bin mir fast sicher, dass da noch eine Ratte ist, aber ich will jetzt auch nicht ewig warten. Die wird schon noch auftauchen. Die findet uns schneller, als uns lieb ist. Genau, wir werden dann nämlich hier reingetaucht. Und
Also, hier ist das Tor mit dem Schlüssel. Und wir wären hier reingetaucht und der Wasserstand wäre so ungefähr jetzt auf Laras Kopfhöhe gewesen, glaube ich. Und wir hätten uns hier nirgends rausziehen können, weil sie sich halt nicht bei so hohen Kanten aus dem Wasser ziehen kann. Und jetzt, dadurch, dass das Wasser fehlt, man sieht es ja auch, soweit es grün ist, wäre der Wasserstand gewesen, ne? Soweit die Algen quasi reichen. Und jetzt können wir aber hier hoch und da oben ist dann eben dieser ominöse Hebel, um den es die ganze Zeit geht. Hoffe ich jedenfalls. Er sollte hier sein. Ich habe es mir nicht genauer angeschaut. Ja, müssen wir wahrscheinlich darüber. Dann ist natürlich die Frage, doch ja, ich muss den Hauptraum trotzdem nochmal fluten, weil wir sonst nicht zum Levelausgang kommen. Wobei, doch eigentlich schon. Ich war ja gerade eben auch schon am Levelausgang. Da, wo ich das Geheimnis geholt habe. Wer dieses Level genauer kennt, der könnte mich ja mal kurz wissen lassen, wann und warum sollte ich den Hauptraum überhaupt fluten? Vielleicht habe ich es ja gar nicht falsch gemacht und habe bloß nicht bedacht, dass ich, bevor ich durch die rostige Tür gehe, den Pegel wieder senken muss. Ich weiß es nicht. Ah, so. Ich gucke aber sicherheitshalber nochmal in unser Inventar. Genau, wir haben einen goldenen Schlüssel und einen silbernen und wir brauchen eben zwei silberne. Das heißt, jetzt haben wir endlich wieder Fortschritt hier. Jetzt muss ich irgendwie heil zurückkommen. Und dann würde ich tatsächlich versuchen, direkt zum Levelausgang zu gehen, ohne wie gesagt den Hauptraum zu fluten. Denn anscheinend ist das überhaupt nicht notwendig. Oder ich habe es halt für irgendwas gebraucht und habe es nicht gecheckt. Keine Ahnung. Also für diesen Hebel hier auf jeden Fall ist es essentiell wichtig, dass der Wasserstand niedrig ist. Komme ich da jetzt heil runter? Ja. Okay. Ja, renn halt gegen die Wand, hast recht. So, da ist er. Um jetzt zurückzukommen. Oh Gott. Mein Gott. Oh nein. Jetzt hat mich Pierre erschossen. Oh nee. Mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Also nicht, dass er mich erschossen hat, das auch, sondern dass ich mich vielleicht jetzt tatsächlich noch mal heilen muss. Vielleicht kriege ich ihn von hier oben. Mit dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay. Ach so, der taucht natürlich erst. Nee, den kriege ich nicht von hier oben. Der taucht nämlich erst auf, wenn ich mir den Schlüssel geholt habe. So Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, jetzt hat sie, ja, jetzt hat sie nochmal Schaden genommen. Jetzt habe ich mich zu früh fallen lassen. Also gut, komm. Ist doch jetzt egal. Was soll's? Ich habe trotzdem keine Lust, dass er mich nochmal abknallt. Deshalb. Man lernt aus Fehlern. Schmerzhaft. Also besonders bei Tomb Raider. So. Und jetzt bist du fällig, Kerl. Also zumindest in diesem Level kommt er nicht mehr wieder, glaube ich. So. Wir tauchen zurück in den Hauptraum. Ja, könnte ich jetzt durchtauchen. Ich kann auch einfach hier durchlaufen. So. Oh, jetzt, bitte. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch nach oben.
gesagt, dahin, wo ich vorhin das Geheimnis geholt habe. Sie macht schon immer komische Geräusche beim Hochklettern. Ach, da drüben war das, ne? Ja. Und dann setzen wir da die Schlüssel ein und das war's. Ja, ich glaube, das war jetzt gar nicht so intelligent, da hochzuklettern. Ich muss da hinten muss ich hochklettern. Oh Gott. Ich mag das Level nicht. Ich habe jetzt leider auch noch gar nicht in meine ersten Aufnahmen von der Zisterne reingeguckt. Mich hat ja auch interessiert, ob es wirklich so dunkel ist. Ich hoffe wirklich, dass das nicht der Fall ist. Weil tatsächlich beim Spielen ist es nicht so finster, das Level. Es ist, ja, es ist jetzt nicht gerade freundlich und hell, aber es ist okay. So. Das Elend hat ein Ende. Dafür wartet schon das nächste auf uns. Ach, okay, das Level ist auch noch gar nicht beendet. Jetzt, wo ich diesen Raum hier sehe, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun, oder? Ah, vielleicht verwechsle ich das auch mit dem nächsten Level. Nee, okay, in dem Raum gibt es nichts mehr zu tun, aber da ist ja gar kein Schloss. Habe ich gerade irgendwie ein Schloss übersehen? Da oben oder so? Wahrscheinlich, muss ich ja. Ich war voll der Meinung, hier kommt jetzt irgendwie noch ein Schloss. Ja, ich habe mich gerade noch an einen Raum erinnert mit vielen Blöcken und vielen Gegnern. Das kann aber auch sein, dass der erst im nächsten Level auf uns wartet. Jetzt bin ich echt so ein bisschen verwirrt gerade. Habt ihr das gesehen? Da hinten, hinter der Säule, steht ein Gorilla. Oh. Das finde ich nicht schön. Weil, den visiert sie mir von hier aus nicht an. Und ich glaube, im Seitwärtssalto komme ich da jetzt nicht rüber. Ich komme hier nur mit Anlauf rüber. Das heißt, ich kann nicht sofort zurückspringen. Ah, darf ich jetzt echt nochmal speichern? Nur wegen so einem blöden Gorilla, weil ich mich nicht traue, da jetzt rüber zu springen. Ich mache das jetzt ganz clever. So. Okay. Hat geklappt. Ich war mir eigentlich sicher, ich gehe da jetzt gleich drauf, aber okay. Wir stellen uns jetzt nicht wieder die Frage, wie der Gorilla in die Zisterne und dann hier oben auf diesen Vorsprung kommt. Nein. Und warum der da wahrscheinlich jahrzehntelang wartet, bis eine Lara Croft vorbeikommt, die er dann ärgern kann. Ach, ich fürchte, dass es tatsächlich noch dieser Raum ist. Ich dachte, ich renne jetzt durch die Tür mit dem goldenen Schloss und das Level ist beendet, aber nein. Nein. Ich höre es schon. Ich sehe es schon. Okay. Ja, dann haben wir echt noch ein bisschen was vor uns. Also, es ist der letzte Raum tatsächlich. Und dahinter ist dann auch der Levelausgang, aber es gibt da noch ein paar Dinge zu tun. Dann wird es wieder eine lange Folge. Tut mir leid. Ich will die jetzt aber gerne von hier oben schaffen. Muss nicht von ganz oben sein, aber wenn ich schon die Wahl habe, dann bitte aus sicherer Entfernung. Lebt noch, ne? Naja. Viel braucht er nicht mehr. Sag ich ja. Oh. Bruchplatten. Oh, Bruchplatten. Oh, shit. Nee,
das ist nicht der Raum, den ich jetzt in Erinnerung hatte. Okay. Was muss ich denn hier noch tun? Jede Menge Löwen töten. Das verwirrt mich jetzt hier gerade, weil an die Stelle kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Okay. Ist das dann der Raum, den ich... Also, ich sag jetzt gar nichts mehr, weil... Das sieht ja alles völlig anders aus, als ich das erwartet habe. Ich habe mir anscheinend das Ende des Levels gar nicht angeguckt gehabt. Gut. Das Tor ist zu. Also wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwo einen Block rausziehen, weil anders komme ich ja, oder geht es wieder auf, wenn ich mich näher? Nein. Ich habe mich jetzt offensichtlich eingeschlossen und ich höre einen Löwen. Ihr seht mich vollkommen verwirrt. Gerade, ob hier irgendwo was zum Rausziehen ist. Okay. Dann heißt es, dass der Block zum Rausziehen wahrscheinlich nebenan ist. Okay, da hat wohl der eine Löwe einfach bloß noch überlebt. Aber warum muss ich... Was soll dieser Hebel zum Ziehen? Okay, da ist der Block. Oder? Nee, der nicht. Dann ist es der daneben. Nee, auch nicht. Ich war jetzt voll überzeugt, ich musste jetzt einfach einen Block irgendwie nach nebenan schieben und dann hochklettern. Diese Bruchplatten sind auch etwas irritierend gewesen, okay. Aber was soll denn das? Warum kann ich jetzt hier rein und mit dem Hebel die Tür zumachen? Weil da oben komme ich ja nicht hin. Also, das ist zu hoch. Wir können das gerne mal probieren, aber man kann sich immer hier so ein bisschen an diesen Kanten orientieren. So. Nee, gar keine Chance. Hä? Hab gerade nochmal geguckt. Ich habe mir da nur Stichpunkte aufgeschrieben. Sowas wie Bodenfliese, Blockrätsel. Ja, okay, sehe ich. Aber... Moment, Bodenfliese. Ja gut. Da drüben ist noch eine. Muss ich einfach alle Bodenfliesen aktivieren? Kann ich mir jetzt auch nicht ganz vorstellen. Es hat irgendwas mit den Bodenfliesen zu tun. Und von einem Blockrätsel war die Rede. Okay. Also ich muss irgendwo wahrscheinlich einen Block auf eine Bodenfliese schieben oder irgend sowas. Irgendwas muss ich aktivieren. Aber ist das der Block für... Ah! Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit der Bodenfliese gemeint habe, aber ich würde einfach mal behaupten, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte. Der Block muss darüber. Ja, da muss man jetzt ein bisschen...
Okay. Puh, ich hoffe, dass das dann wirklich das Rätsel zur Lösung ist. Und warum ich dann, wie gesagt, die Tür mit diesem Schalter nochmal zumache. Oh. Was ist denn hier? Ach Mensch, Spiel, mach mich doch nicht wahnsinnig. Warum sollte ich mich jetzt da runterstürzen? Ich guck mal ganz kurz. Wir haben alle Geheimnisse, also das kann es echt nicht sein. Warum kann ich mich da ins Wasser stürzen? Erstmal schiebe ich jetzt den Block da durch. Okay, ich könnte mir jetzt Folgendes vorstellen. Lara, du sollst da nicht hochklettern. Also, passt auf, weil ich weiß es jetzt wirklich nicht. Mein Gedanke ist jetzt gerade folgender. Ich muss vielleicht in diesen Schacht rein, um das Level zu beenden. Ist ja gut möglich. Aber vielleicht muss ich erst dazwischen irgendeine Falltür freischalten oder so. Und um diese Falltür zu öffnen, muss ich vielleicht diesen Hebel ziehen. Und dann komme ich aber aus dem Raum nicht mehr raus. Und deshalb brauche ich den Block, um oben rum zu klettern. Wäre jetzt so ein Gedanke. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt hier einfach mal zu. In der Hoffnung, dass mir das was bringt. Weil warum soll ich die Tür sonst überhaupt schließen können, wenn das gar keinen Effekt hat? Ich hatte jetzt gar nicht da. Ja, okay, man kann einfach jetzt hier wieder zurück. Jetzt bin ich eine Etage höher. Da liegt Zeug. Ist es einfach nur, damit ich die Muni einsammle? Also hätte ich jetzt einfach über diesen Schacht, den ich da gerade mit dem Block freigelegt habe, das Level verlassen können und der einzige Effekt, den dieses ganze Blockhebel-Schieberätsel gerade gehabt hat, war, dass ich hier nochmal Munition einsammeln kann. Das wäre unverhältnismäßig viel Aufwand. Ja, wie man es nimmt, das war ja jetzt schon ein bisschen was, was wir hier nehmen konnten. Aber ja, anscheinend ist das so. Aber warum musste ich den Schalter betätigen? Also, ich kann das gerade nicht nachvollziehen. Das tut mir leid. Ich würde jetzt einfach mal speichern, unten in den Schacht springen und hoffen, dass wir dann das Level geschafft haben. Anders, es tut mir leid. Das ergibt hier gerade alles überhaupt gar keinen Sinn für mich. Warum kann ich mit dem Hebel die Tür schließen, einfach nur, um vielleicht die Löwen fernzuhalten? Ist auch blödsinnig. Normalerweise bietet mir das Spiel nicht die Möglichkeit, Gegner auszusperren, nur damit ich meine Ruhe habe. Ich lasse mich da jetzt mal reinfallen. So. Tatsächlich. Okay, dann hätten wir uns die letzten 3 Minuten sparen können, hätten aber auch die Goodies nicht bekommen. Wir haben tatsächlich 2 Stundfücke verpasst. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Es war ja ein sehr umfangreiches Level. Wir haben 4 kleine Medikits benutzt und alle Geheimnisse bekommen. 1,5 Stunden gebraucht. Ja, das war schon extrem lang. Aber wir haben es geschafft. Die Zisterne ist beendet. Ich bin heilfroh. Und das nächste Level, das auf uns wartet, ist das Grab des Tihokan. Ich glaube, das ist nicht ganz so lang. Aber das werden wir in der nächsten Folge ja dann feststellen. Bis dann. Tschüss.